Kanzler der Bonner Republik. Sie prägen die einmalige Erfolgsgeschichte unseres Landes. Der Deutsche Bundestag verabschiedet Konrad Adenauer. Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordneten-Sitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um wird das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Ein Glücksfall für die deutsche Geschichte, unbestreitbar. Und wir hatten eben das große Glück, in der größten Niederlage Deutschlands einen der größten Staatsmänner Deutschlands zu haben. Und der war wie ein Familienvater. Er hat die Bundesrepublik, die in einer ganz ungeschützten Lage am Rande der westlichen Welt lag, fest in der freien Welt verankert. Ich habe den alten Herrn respektiert wegen seines großen Könnens, aber habe ihn schrecklich gefunden, weil er die Möglichkeiten der deutschen Einheit nicht sondiert hat. Erzwungener Abschied von der politischen Macht nach 14 Jahren Kanzlerschaft. Die Gefolgschaft wird ihm von der eigenen Partei verweigert. Adenauer ist verbittert. Bilder einer Ära. Rückblick, 23. Mai 1949. Der Parlamentarische Rat stimmt über das Grundgesetz ab. Ein wichtiges Datum der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden. Das Grundgesetz. Die beste Verfassung in der Geschichte der Deutschen. Die erste Bundestagswahl 1949. Der 14. August ist für die Zukunft jedes Einzelnen von bestimmender Bedeutung. Darum, Wähler, wählen. Westdeutschland wählte seinen ersten Bundestag. Bei dieser Wahl geht es um Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, um staatliche Bevormundung oder um ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Verlierer ist die SPD mit ihrem Bundesvorsitzenden Kurt Schumacher. Die Unionsparteien CDU-CSU unter Führung Konrad Adenauers gewinnen die Wahl. Der 73-Jährige wird am 15. September 1949 vom Bundestag mit einer Stimme Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt. Ich höre es, so wahr mir Gott helfen. Er war ein großer Polarisierer, ist damit bei den Wahlen immer wieder durchgekommen. Hat es aber andererseits denen, die in der Opposition standen, schwer gemacht, sich mit der Bundesrepublik zu identifizieren. Adenauer genoss einen ungeheuren Respekt. Und den teilten wir auch, das war ganz selbstverständlich. Konrad Adenauers erste wichtige Entscheidung, keine Koalition mit der SPD. Ende November 1949, der Kanzler bei den drei alliierten Hohen Kommissaren auf dem Petersberg bei Bonn. Unterzeichnung des Petersberger Abkommens. Das bedeutet mehr westalliierte Kontrolle über Kohle und Stahl an der Ruhr, dafür weniger Industriedemontagen. Ein erster Schritt der Bundesrepublik auf dem Weg zur Westintegration. Für den Sozialdemokraten und Oppositionsführer Kurt Schumacher und weite Teile der SPD ist das Petersberger Abkommen unannehmbar. Ihnen gehen Adenauers Zugeständnisse an die Alliierten zu weit. Er wurde als Nationalist verschrien, weil er gesagt hat, wir sind nicht die Knechte der Westmächte und wir sind noch viel weniger die Knechte der Sowjetunion. Demokratie verlangt den Sozialismus und der Sozialismus verlangt die Demokratie. Für diese Erkenntnis, Genossen,
müssen wir kämpfen und werden wir kämpfen. Er wollte ein demokratisches Europa, in dem ein demokratisches Deutschland war, mit einer sozialen, in einem sozialen System, dass nicht die Dicken immer reicher und die anderen immer ärmer wurden. Also insofern wollte er auch ein moralisches Deutschland haben. Kurt Schumacher geht es im Gegensatz zu Adenauers Politik in erster Linie um die deutsche Einheit. Annemarie Renger ist seine unentbehrliche Stütze. Natürlich habe ich ihn geliebt, aber dies ist eine andere Form von Liebe, als man als junges Mädchen jemanden liebt. Hat er Sie geliebt? Na, das will ich doch hoffen. Im Frühjahr 1950 boomt die westdeutsche Eisen- und Stahlindustrie, während die französische stagniert. Der französische Außenminister schlägt deshalb und aus Gründen der Kontrolle die Bildung eines gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl vor. Adenauer befürwortet die Initiative. Für ihn ist es ein wichtiger Schritt zurück in die Gemeinschaft der europäischen Demokratie. Frankreich hat immer das Ziel gehabt, dem europäischen Frieden zu dienen. Doch Europa ist durch den Krieg auseinandergebrochen. Jetzt lässt sich Europa nicht mit einem Schlag wiederherstellen. Auch nicht durch einen einfachen Zusammenschluss. Europa kann nur durch konkrete, gemeinsame Aktionen auf Basis der Solidarität entstehen. Dafür gibt Frankreich nationale Rechte auf und entscheidet sich für die europäische Integration und die deutsch-französische Aussöhnung. Am 18. April 1951 Unterzeichnung des Schumann-Plans, genannt nach dem französischen Außenminister. Jetzt soll Eisen und Stahl die europäischen Völker zu einer Gemeinsamkeit des Handelns und des Denkens zusammenführen. Die erste große außenpolitische Entscheidung der Bundesrepublik war eine Entscheidung für Europa. Der Bundestag hat den Schumann-Plan mit großer Mehrheit angenommen. Voraussetzung dafür ist, dass Frankreich und Deutschland endlich begreifen, wie geringfügig ist das, was sie trennt, und wie groß die Möglichkeiten sind, die sie mit vereinten Kräften erreichen können. Das Wichtigste war für ihn die deutsch-französische Aussöhnung. Da kommt natürlich auch wieder die rheinische Erfahrung und das der Mann vom Rhein dazu. 10. März 1952. Der sowjetische Diktator Josef Stalin bietet den Westmächten die Wiedervereinigung eines militärisch neutralen Deutschlands an. Ein Propagandatrick? Fragezeichen. Das SED-Regime auf Stalins Kurs. Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ruft alle Deutschen zum gemeinsamen Handeln, räumt selbst alle Hindernisse aus dem Weg, damit das große Werk nicht an der deutschen Zwietracht scheitere. Im Gegensatz zur Ostberliner Führung ein klares Nein aus Bonn. Die Bundesregierung kann aber nur mit denjenigen in Besprechungen über die deutsche Wiedervereinigung eintreten, die willens sind, eine rechtsstaatliche Ordnung, eine freiheitliche Regierungsform, den Schutz der Menschenrechte und die Wahrung des Friedens vorbehaltlos anzuerkennen und zu garantieren. Das war die umstrittenste Entscheidung Adenauers. Die Phase März 1952, als Adenauer sich gegen Verhandlungen aussprach, war dadurch gekennzeichnet, dass die Entscheidung letztlich auf der Ebene der drei Alliierten stattfanden. Die Bundesrepublik wurde gehört, konnte aber selber nicht entscheiden. Wenn sie Wirklichkeit geworden wären, wäre ja in Mitteleuropa ein Zustand entstanden, die sogenannte Finnlandisierung, ein Wort, das ich nie gemocht habe, wäre dann möglich gewesen. Das heißt, man hätte eine Neutralisierung erreicht. 1952 war die Frage, ob man die Russen, die Sowjetunion vor die politische Flinte laden kann, um zu sehen, wie weit geht deren Absicht, in Europa eine andere Rolle zu spielen und wie weit sind sie bereit, Deutschland zu akzeptieren als Gesamtdeutschland.
Bonn, 26. Mai 1952. Unterzeichnung des Deutschlandvertrages durch die drei westlichen Außenminister und Adenauer. Die Westintegration der Bundesrepublik wird besiegelt. Die historische Bedeutung des Abkommens hin. Dieses Werk wird unserem Lande, wird Deutschland die Freiheit bringen. Mit diesem Vertrag geben die Besatzungsmächte einen kleinen Teil der souveränen Rechte an die Bundesrepublik zurück. Bedingung ist jedoch die Wiederbewaffnung. 400.000 deutsche Soldaten sollen in die europäische Verteidigungsgemeinschaft integriert werden. Ein weiterer Schritt auf dem Wege zum Zusammenschluss und zur Sicherung Europas ist getan. In Paris wurde der Vertrag über die europäische Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet. Die Außenminister von Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland haben das historische Vertragswerk unterschrieben, das nun noch von den Länderparlamenten ratifiziert werden muss. Damit haben die Regierungen dieser Nationen beschlossen, in Zusammenarbeit mit den freien Völkern der Welt ihren Beitrag für den Frieden zu leisten. Leidenschaftliche Debatte im Bundestag. Die Sozialdemokraten lehnen ab. Für sie heißt Wiederbewaffnung und Westintegration Vertiefung der deutschen Spaltung. Anders der Kanzler. Das ganze deutsche Volk rufe ich auf, sich der Bedeutung dieser Entscheidung bewusst zu sein und bewusst zu bleiben. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Juni 1953. Volksaufstand in der DDR gegen das SED-Regime. Was mit Streiks und Protesten gegen mehr Arbeit bei gleichem Lohn beginnt, endet in blutigen Straßenschlachten. Immer lauter werden die Rufe der Demonstranten nach politischem Wandel und freien Wahlen. Erst in Ost-Berlin, dann in der ganzen DDR. Wenn da eben Werksbelegschaften von 10.000, 20.000, 30.000 sich auf den Weg machten und sozusagen gegen die Normenerhöhung, um die es damals ging, die Erhöhung der Arbeitsnormen protestierten, dann gab das überhaupt erstmal den Ton an und ist dann sozusagen mehr und mehr zu einer Volksbewegung geworden. Ich war im RIAS. Wir waren kalte Krieger. Und wir haben deshalb natürlich gesendet den Aufruf des Streikkomitees. Und das war das einzige Mal, dass ich von meinem amerikanischen Direktor eine Weisung bekam, nämlich das nicht zu senden, weil er sagte, sie können nicht garantieren, dass wenn die Sowjets dann eingreifen, sie dann gleich nach West-Berlin weitermarschieren. Wollen sie den Dritten Weltkrieg auslösen? Die Westmächte halten sich völlig zurück. Niemand von ihnen will wegen der deutschen Teilung eine militärische Konfrontation mit der Sowjetunion. Allein in Ost-Berlin sind 600 sowjetische Panzer im Einsatz und walzen den Aufstand nieder. Nach neuesten Forschungen werden 6000 Regimegegner verhaftet. 55 verlieren ihr Leben. Das Ende aller Hoffnungen. Trauerfeier in West-Berlin für die Opfer des ersten Aufstandes gegen ein Regime im sowjetischen Machtbereich. Unsere Herzen sind von Trauer erfüllt, da wir dieser unserer Toten gedenken. Mit uns trauern Millionen Deutscher. Mit uns trauern alle in anderen Ländern, die die Sklaverei hassen und die die Freiheit lieben. Wir konnten vom Westen aus eigentlich nichts tun. Und die westlichen Besatzungsmächte, Amerika, England, Frankreich, wollten gar nichts tun. Wahrscheinlich mit Recht, denn jeder Versuch anzugreifen barg die Gefahr eines weltpolitischen Konflikts mit der Sowjetunion in sich. Bundestagswahl 1951.
Die CDU-CSU steht mit Adenauer für Wiederbewaffnung, Westintegration und soziale Marktwirtschaft. Die SPD-Opposition lehnt Adenauers Politik entschieden ab. Sie befürchtet eine Vertiefung der deutschen Teilung. Das Wahlergebnis ist ein persönlicher Vertrauensbeweis für den Kanzler. Die Wähler bestätigen eindrucksvoll seinen innen- und außenpolitischen Kurs. Konrad Adenauer wird zum zweiten Mal Kanzler der Bundesrepublik. Bern, 4. Juli 1954. Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft. Bundesrepublik Deutschland gegen Ungarn. Ungarn ist haushoher Favorit. Doch wieder erwarten ist das Spiel ausgeglichen. Zur Halbzeit steht es 2:2. Das Wunder von Bern nimmt seinen Lauf. Engstem Raum, schön abgespielt. Jetzt Gefahr, Schuss. Auf der Torlinie gerettet. Nachschuss müsste kommen. Nochmal auf der Torlinie gerettet. Der Ungarn durch Cibor, alleine durch. Turek erst im Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti. Ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Unvorstellbarer Jubel empfing den frisch gebackenen Fußballweltmeister beim ersten Betreten des deutschen Bodens in Singen. Es war einfach eine tolle Sache. Wir sind aus dem Dunkeln und aus der Winterkälte gekommen und plötzlich standen wir in der Sonne. Das war ein ungeheures Erlebnis für die Menschen. Wir waren wieder wer. Seit Gründung der Bundesrepublik setzt Konrad Adenauer auf die Beziehungen zu den USA. Für ihn ist der Weg der Bundesrepublik in die Gemeinschaft der westlichen Demokratien ohne Amerika nicht möglich und eine entscheidende Säule seiner Westpolitik. Unterstützt wird dies durch das ganz persönliche Verhältnis des deutschen Kanzlers zu den wichtigsten Repräsentanten der amerikanischen Supermacht. Wie hier bei einem Besuch bei Präsident Eisenhower 1954. 5. Mai 1955. Historische Entscheidung und Vertragsunterzeichnung in Bonn. Cette proclamation prend effet 5 Mai 1955 à midi. Um 12 Uhr endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Die alliierte Hohe Kommission wird aufgelöst, die bisherigen hohen Kommissare werden Botschafter. Dies sind weitere Schritte zur gleichberechtigten Partnerschaft mit dem Westen. Unser Ziel ist, in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutschland. Der erste Versuch, die Bundesrepublik Deutschland auch militärisch in Westeuropa zu integrieren, scheitert am Widerstand der französischen Nationalversammlung. Sie lehnt eine Europaarmee im Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ab. 9. Mai 1955, NATO-Hauptquartier in Paris. Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft wird die Bundesrepublik Mitglied des Nordatlantischen Militärbündnisses. Sie ist damit gleichberechtigter Partner neben den 12 europäischen Mitgliedstaaten, Kanada und den USA. Adenauer hat schon vor dem Koreakrieg drauf gedrängt, irgendwie deutsche Truppen aufzubauen. Als Truman das hörte, sagte er, die Deutschen sind verrückt geworden, dass sie 5 Jahre nach dem Kriege bereits also wieder an eigene Truppen denken. 3 Monate später, als der Koreakrieg ausgebrochen war, waren die Amerikaner die Ersten, die darauf drängten, jetzt brauchen wir sofort deutsche Truppen. Dagegen gibt es massiven Widerstand. Die Kritiker der Wiederbewaffnung befürchten ein Wiederaufleben des deutschen Militarismus. Ich habe die Wiederbewaffnung deshalb für ein schweres Manko gehalten, weil sie die Einheit ad Calendas Graecas
vertagte. Adenauer schafft Fakten. Anfang 1956 werden die ersten Soldaten der neuen deutschen Bundeswehr vereidigt. Neun Soldaten! Soldaten, das deutsche Volk erwartet von Ihnen, dass Sie in treuer Pflichterfüllung Ihre ganze Kraft einsetzen, den Frieden zu sichern. Moskau, 8. September 1955. Historischer Besuch von Bundeskanzler Adenauer in der sowjetischen Hauptstadt. Der Kanzler misstraut dem Kreml und hat bisher alle sowjetischen Vorschläge für eine Wiedervereinigung abgelehnt. Jetzt geht es ihm in erster Linie um die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen. Der Kreml will diplomatische Beziehungen mit Bonn, um die deutsche Zweistaatlichkeit zu dokumentieren, und bietet die Gefangenen als Tauschobjekt an. Die viertägigen Verhandlungen mit Ministerpräsident Bulganin, Außenminister Molotow und Parteichef Chruschtschow stehen zeitweise vor dem Abbruch. Entspannung bei Romeo und Julia im Moskauer Bolschoi-Theater. Am Ende der äußerst schwierigen Verhandlungen stehen diplomatische Beziehungen und als Gegenleistung die Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen. Ich habe Adenauer respektiert für den Mut, indem er gegen den Rat der meisten, die ihn begleitet haben, nach Moskau die diplomatischen Beziehungen aufgenommen hat zur Sowjetunion. Adenauer wusste ganz genau, wenn ich mit den Kriegsgefangenen zurückkomme, dann habe ich gewonnen. Dann sind wir wirklich souverän. Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, werde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen. Friedland bei Göttingen, wenige Wochen später. Heimkehr der ersten von insgesamt 9.628 ehemaligen Kriegsgefangenen. Die Kremlführer haben Wort gehalten. Ergreifende Bilder, die die Republik bewegen. Hat ganz Deutschland mitgeweint. Und zwar nicht nur Freudentränen, da gab es auch Tränen großer Trauer. Da kam nämlich vielen wieder hoch, dass ihr Vater, dass ihr Mann, dass ihr Sohn nicht heimgekehrt ist. Ich war tief entsetzt, dass es so wenige waren. Ich hatte mit sehr viel mehr Leuten gerechnet, die noch in den Lagern in Sibirien waren, dass die meisten davon von diesen inzwischen umgekommen waren und nicht mehr am Leben waren, hatte ich mir so nicht vorgestellt. Für die Innenpolitik gelten Adenauers Prioritäten. Arbeit und Brot, Wohlstand für alle, das war das erklärte Ziel unserer Wirtschaftspolitik von Beginn an. Jeder sieht, dass wir damit Erfolg hatten. Ludwig Erhard, Adenauers Wirtschaftsminister, ein Garant für diese Politik. Er steht für Privateigentum an Produktionsmitteln, für liberalen Außenhandel, für freien Wettbewerb und Geldwertstabilität. Rentenreform 1957. Der Deutsche Bundestag beschließt, die Renten an das Wachstum der Löhne zu koppeln. Dies erweist sich später als kardinale Fehlentscheidung. Mit der dynamischen Rente schießen die Sozialausgaben in kaum finanzierbare Höhen. Bis heute ein ungelöstes Problem. Die meisten Bundesbürger profitieren vom ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung. Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder. In Aspik.
ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Die sonnige Halbinsel registriert einen Rekordbesuch aus Deutschland. Die Bazars von Venedig haben steigende Umsätze. Und im Zeichen des anrollenden Wirtschaftswunders wird selbst der älteste Hut an den Mann gebracht. Dem Zauber der Lagunenstadt zu widerstehen, ist eben gar nicht so einfach. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Denn am Tag scheint doch die Sonne und am Abend scheint der Mond. Rom, 25. März 1957. Die Vertreter Frankreichs, Italiens, Belgiens, Luxemburgs, der Niederlande und der Bundesrepublik unterzeichnen den Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Zollgrenzen verschwinden, Europa wächst zusammen. Für den Bonner Kanzler das bisher wichtigste Ereignis der Nachkriegszeit. Für ihn ist die europäische Integration das Sprungbrett, um überhaupt wieder in die Außenpolitik zu kommen. Keine Experimente. Wahlkampf zur Bundestagswahl 1957. Nach der Rentenreform als Wahlkampfgeschenk stimmen die Deutschen über Adenauers Wirtschaftspolitik, Wiederbewaffnung und Westintegration ab. Die SPD lehnt diese Politik nach wie vor ab. Am Ende eines erbittert geführten Wahlkampfes gewinnt Adenauer erstmals die absolute Mehrheit und wird zum dritten Mal Kanzler. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Die Aussöhnung mit Israel ist für Konrad Adenauer von besonderer Bedeutung. Er weiß um die Verantwortung der Deutschen für die Ermordung von 6 Millionen Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft. Die Verantwortung, etwas hier zu tun, was immer nur symbolisch sein konnte mit Blick auf die vorhergehenden Verbrechen. Das war mein Herzensanliegen. Rückblick. Luxemburg, 10. September 1952. Abkommen mit Israel, das 3 Milliarden D-Mark erhält. Die jüdischen Organisationen erhalten 540 Millionen D-Mark. Der Vertrag ist der Versuch einer materiellen Wiedergutmachung. Es ist auch der Versuch, Ansehen in der Welt wieder zu erlangen. New York, 8 Jahre später, im März 1960. Historisches Treffen zwischen dem deutschen Kanzler Konrad Adenauer und Israels Regierungschef Ben-Gurion. Israel erwartet von Bonn weitere finanzielle Unterstützung. Adenauer stimmt dem unumwunden zu. Das deutsche Volk empfindet tiefe Genugtuung, dass durch die Wiedergutmachung für Opfer des Nazismus ein Beitrag für den Aufbauprozess Israels geleistet wurde. Ich habe im vergangenen Sommer vor der Knesset, dem israelischen Parlament, gesagt, das Deutschland von heute sei nicht das Deutschland von gestern. Nach meinem heutigen Zusammentreffen mit dem Bundeskanzler bin ich davon überzeugt, dass diese damalige Bewertung richtig war. Ich wünsche dem Bundeskanzler allen Erfolg bei seinen Bemühungen auf dem Weg zur Demokratie und internationalen Zusammenarbeit. Heute wissen wir, dass Bonn unter äußerster Geheimhaltung auch große Mengen Waffen nach Israel lieferte. 13. August 1961, Mauerbau. Ein Schock für die Deutschen. Noch 3 Monate zuvor eine Lüge von SED-Chef Walter Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das SED-Regime versucht, den Flüchtlingsstrom von Ost nach West zu stoppen, um den Zusammenbruch der DDR zu verhindern. Dabei diktiert Moskau klar und unmissverständlich seine Vorstellung zum Mauerbau. Was ist das für ein Regime, das seine Bürger einsperren muss wie in ein Gefängnis mit einer Mauer? Und es hat eigentlich alle, in Anführungszeichen, Vorbehalte bestätigt. Dramatische Szenen, die unvergessen sind.
Gleichgültigkeit bei den Westalliierten, Hilflosigkeit und Beschwichtigung in Bonn. Ich möchte sagen, zu einer Panikstimmung besteht gar kein Anlass, aber wir werden diese ernste Situation zusammen mit unseren Verbündeten meistern. Ganz anders der SPD-Bundesvorsitzende und regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt. Er trifft den Nerv der Deutschen. Der Tag wird kommen, an dem das Brandenburger Tor nicht mehr an der Grenze liegt. An jener Grenzlinie, die mitten durch unsere Familien geht, die das Volk zerreißt, die unser Berlin aufspaltet. Ungeachtet der dramatischen Ereignisse setzt Adenauer den Bundestagswahlkampf fort und kommt viel zu spät nach Berlin. Wir nehmen uns die Freiheit, Sie hier herzlich zu begrüßen. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei. Die Rolle Adenauers bewerte ich deshalb kritisch, weil er damals gesagt hat, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, und den sowjetischen Botschafter einbestellt und gesagt hat, also von uns braucht die Sowjetunion nicht zu befürchten. Das Verhalten von Adenauer empfanden wir in Berlin, und das schließt die Berliner Bundestagsabgeordneten ein, die das entsprechend auch zum Ausdruck waren, empfanden wir schlicht als schandbar. 3 Monate nach dem Mauerbau. Gefährliche Konfrontation am amerikanischen Sektorenübergang Checkpoint Charlie. General Clay lässt eigenmächtig Panzer auffahren. 16 Stunden stehen sich amerikanische und sowjetische Panzer mit laufenden Motoren und scharfer Munition gegenüber. Die Welt am Rande des Dritten Weltkriegs. In Wahrheit will weder Washington noch Moskau einen Konflikt wegen Deutschland und erst recht nicht wegen Berlin. Wir mussten realisieren, dass keine der 4 Mächte, keine, etwas anderes wollte als den Status quo, das heißt die Teilung, bestätigen und erhalten. Bundestagswahlkampf 1961. Der 85-jährige Adenauer will Kanzler bleiben. Willy Brandt, sein 48-jähriger Herausforderer, ist der SPD-Kanzlerkandidat und regierender Bürgermeister von Berlin. Am 17. September verlieren die Unionsparteien ihre absolute Mehrheit. Noch einmal kommt es nach schwierigen Verhandlungen zu einer Koalition aus CDU, CSU und FDP. Bedingung der FDP: Adenauer muss nach 2 Jahren einem Nachfolger Platz machen. Der Alte, wie es hieß, der sollte jetzt langsam aufhören. Und er wollte es nicht. Er sah die Gefahr, dass es Erhard wird, und da war er dagegen. Es sah in einer möglichen Wahl von Erhard ein Rückschlag auch für die von ihm vertretene Politik. Rückblick, September 1958. Erstes Treffen Adenauers mit Frankreichs Regierungschef Charles de Gaulle auf dessen Landsitz. Diesem ersten Treffen werden noch weitere 15 folgen. Die deutsch-französische Verständigung hat für Adenauer fundamentale Bedeutung. Ohne eine dauernde Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, meine Damen und Herren, kann Europa nicht geschaffen werden. Staatsbesuch Adenauers in Paris und Reims im Juli 1962. Für ihn werden die deutsch-französischen Beziehungen am Ende seiner Kanzlerschaft zum Kern seiner Außenpolitik. Hinzu kommt die zunehmende gegenseitige Wertschätzung der beiden Staatsmänner. Erster Besuch des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle in der Bundesrepublik im September 1962. Die Tatsache, dass Charles de Gaulle hier ist und von Ihnen so herzlich empfangen wird, beweist, wie unsere beiden Völker schon einander vertrauen. Glanzvoller Auftritt. Frankreichs Staatspräsident geht auf die Deutschen zu. Die deutsch-französische Erbfeindschaft scheint vergessen. Beginn einer neuen Ära. Es lebe Bonn!
Es lebe Deutschland! Es lebe deutsch-französische Freundschaft! Ich glaube, dass Adenauer von der Gogischen Persönlichkeit sehr beeindruckt war. Dieses innere Gefühl der Balance und der Würde und der Kraft, das hat Herr Adenauer, glaube ich, dem de Gaulle sehr hoch angerechnet und sich auch in gewisser Hinsicht abzugucken versucht, weil er fand, da ist etwas Zentrales drin, was in ihm Adenauer auch steckte. Paris, 22. Januar 1963. Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages. Es geht um die Versöhnung der beiden Völker und das Ende einer jahrhundertealten Rivalität. Vereinbart werden Zusammenarbeit in der Außenwirtschafts- und Kulturpolitik, regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs mindestens zweimal im Jahr. Kritische Debatte im Deutschen Bundestag, vereinzelte Vorbehalte gegen die neue Achse Bonn-Paris. Nur dann, wenn dieser Vertrag getragen wird, meine Herren, nicht von der einen oder anderen Mehrheit, sondern von der großen Menge des ganzen deutschen Volkes, nur dann können wir erwarten, dass dieser Vertrag die Wirkungen haben wird, die wir von ihm erhoffen und die in eine weite, weite Zukunft hineinreichen soll. Oktober 1962. Polizeiaktion gegen das regierungskritische Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel, das einen Artikel über ein NATO-Manöver veröffentlicht hat. Redaktionsräume werden durchsucht, Journalisten verhaftet. Für die Kritiker des rigorosen Bonner Vorgehens steht die Pressefreiheit auf dem Spiel. Erregte Debatte im Bundestag. Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Grund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Regierungskrise. 5 Minister treten zurück. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß versucht, sich zu rechtfertigen. Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die in der Nacht bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun. Eine Lüge mit Konsequenzen. Verteidigungsminister Strauß muss zurücktreten. Ein unrühmlicher Abgang. Juni 1963. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy in West-Berlin. Was von den Jubelnden niemand weiß, nach dem Mauerbau kommt es zur schwersten Krise in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Amerikaner verlangen von Adenauer die Aufgabe grundsätzlicher Positionen, von der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens bis zur de facto Anerkennung der DDR. Für Adenauer und seine Mitstreiter war das die Stunde der großen Desillusion. Der alte Kanzler misstraut dem jungen Präsidenten. Thank you. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Das Ende einer Ära. 15. Oktober 1963. Der 87-jährige Konrad Adenauer nimmt nach 14 Jahren Amtszeit als erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland Abschied von der Macht. Verbittert, weil er von der eigenen Partei und dem Koalitionspartner FDP zum Rücktritt gezwungen wird. Er hat schon den Eindruck gehabt, dass er ein großes Stück geschafft hat. Da war er sicher auch stolz,
Und er hat eigentlich der deutschen Politik mehr Abenteuer zugetraut als Vernunft. Auch das ist nicht ganz neu gewesen in unserer Geschichte. Und er war sicher voller Sorge. Aber es war auch die Sorge natürlich eines Mannes, der nicht loslassen konnte. Adenauer war der Kanzler von allen verehrt, aber verehrt mit einer großen Scheu vor ihm und auch zugleich mit dem Gefühl, dass er wenig Zugang zu den Einzelnen von uns hatte. Adenauer kam aus einem viel älteren Deutschland. Und insofern war diese Würde und Selbstsicherheit, die er ausstrahlte, ein unglaublicher Gewinn. Er ist ja sozusagen als autoritär bezeichnet worden, aber er war doch eindeutig ein autoritärer Demokrat, ein Demokrat. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr positiv gewesen. Bilder einer Kanzlerschaft. Adenauer steht für Westintegration, Wiederbewaffnung und NATO-Beitritt. Dazu gehören die deutsch-französische Zusammenarbeit, die Einheit Europas, die Wiedergutmachung für Israel und trotz mancher Krise das Bündnis mit den USA. Sein Name ist eng verbunden mit sozialer Marktwirtschaft und der Integration von 8 Millionen Vertriebenen. Seine politischen Gegner kritisieren, er sei gegenüber ehemaligen Nazis zu nachsichtig gewesen und habe Stalins Wiedervereinigungsangebot nicht ausgelotet. 19. April 1967. Adenauer stirbt im Alter von 91 Jahren. Beisetzungsfeierlichkeiten im Kölner Dom. Die Großen der westlichen Welt verneigen sich vor einem Staatsmann, der die Nachkriegspolitik der Deutschen wesentlich prägte. Sie zollen einem Politiker Anerkennung, der die Deutschen in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker zurückführte.